Kennt jemand überhaupt noch das Spielchat? Kann sich jemand noch überhaupt an irgendwas erinnern? Wir haben es jetzt irgendwie seit einem Monat oder so nicht mehr gespielt, weil irgendwie zwei Mittwoche ausgefallen sind. Und dann einen Mittwoch mein Spielstand weg war. Und jetzt spielen wir es endlich wieder. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, Chat. Aber wir kämpfen irgendwie gegen die Cobra-Einheit. Und die Cobra-Einheit ist voll böse, denn sie wollen Chaos. Sie wollen, dass die Welt in Krieg stürzt. Und wir kämpfen jetzt gegen einen der Cobra-Leute. Das ist der Fury. Und der Fury ist ziemlich furios, weil er ziemlich viel Feuer macht. Genau. Gehen wir rein. Er ist ziemlich lit. Ich hatte auf jeden Fall das letzte Mal, als wir gespielt haben, habe ich ziemlich gestruggelt bei dem Boss. Ich glaube, irgendwie, ich hatte irgendwie drei Versuche gemacht. Johannes, danke schön, dass du bewiesen hast, dass du einen freien Willen hast. Danke. Du bist wach, du bist kein Schlafschaf mehr. Dankeschön. Hatte ich ziemlich Probleme mit Fury. Ich habe, glaube ich, ihn dreimal probiert und dann Wut und Brand das Spiel ausgemacht. Und danach habe ich den Spielstand verloren und musste alles nochmal nachholen. Oder was heißt alles? Den Teil nachholen. Und jetzt sind wir wieder bei der Fury. Und mal schauen, was das wird. Das Problem bei der Fury ist, er zündet immer alles an und alles brennt. So, und bei Metal Gear Solid 3, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht habe ich das irgendwie falsch gegettet, ja, hat man ja keine richtige Heilung in Metal Gear Solid 3. Sondern die Heilung ist ja, wir haben oben die Stamina-Bar, die kleine Bar, und die große ist halt die dicke ist halt die Lebensleiste. Und die kleine ist halt die Ausdauerleiste. Und wenn die Ausdauerleiste voll ist und ich mich irgendwie hinsetze oder so, dann regeneriert mein Leben automatisch. Aber sehr, sehr, sehr langsam. Und das Ding ist, wenn dann ich Lowlife bin, habe ich halt nicht wirklich irgendwie eine Chance, mich zu regenerieren. Und das Ding ist, der ganze Raum brennt halt. Und Snake mag kein Feuer. Wenn Snake brennt, dann hat er Schmerzen. Einfach keinen Schaden nehmen. Ja, das wird wohl der Plan sein, I guess. Wieso verliere ich gerade so viel Ausdauer? Habe ich irgendwie eine Krankheit oder so? Ich verliere gerade irgendwie voll viel Ausdauer. Oder ist der irgendwie hungrig oder so? Ich böller mir mal was Geiles rein. Ich habe, by the way, wo ich den Spielstand nachgeholt habe, habe ich unterwegs ein paar Ziegen erlegt. Aber wie es aussieht, ist die schon vergammelt, die Ziege. Das Ziegenfleisch ist in meinem Menü vergammelt. Schade. Ich glaube, das Zeug... Ich glaube, das... Ja, das ist alles vergammelt. Ich habe gegrindet. Ich glaube, das ganze Zeug vergammelt, auch wenn du das Spiel nicht spielst. Weil so wie ja The End, der Bosskampf, der halt über Zeit sterben kann, indem du das Spiel gar nicht spielst, sondern irgendwie eine Woche das Spiel nicht anfasst, so, glaube ich, vergammelt auch das Essen. Wenn du dann das Spiel nicht spielst. Und das ganze Fleisch, was ich gesammelt habe, hier so Ratten, ein geiler Frosch, ne, hier so eine Schraubenziege, europäisches Kaninchen, Riesenanaconda, ist halt alles vergammelt. Ist alles vergammelt. Muss ich alles wegwerfen. Ich hasse es, Lebensmittel zu verschwenden, aber müssen wir durch, Chat. Müssen wir durch. Einfach zurückspulen, wie bei Animal Crossing. Boah, ob das funktioniert? Wenn ich jetzt zurückspulen würde auf den Tag, wo ich es gegrindet habe, meine Playstation, und dann das Spiel anmachen würde und nochmal laden würde, das wäre eigentlich super interessant, das zu testen. Aber das werden wir wohl wann anders testen. Wir machen dann so einen Special Stream, wo wir das testen. Okay, let's go. Und Ijon Tichy, Dankeschön für den Prime Sub. Vielen Dank. Direkt nach dem Subgift an Nightbot schmiert mein Internet ab. Keggy hat mir ein Hintervirus gegeben. Ich hoffe, es ist ein guter Hintervirus.
So, let's go. Bisschen weini weini Chat. Ich versuche ihn natürlich wieder non-lethal zu besiegen, sprich mit Pef-Pef, die keinen Schaden macht, sondern ihn nur zum Schlafen bringt. Und es geht ab, es geht. Dann könnte man die Ente auch so heilen, wäre schon interessant. Boah, stimmt eigentlich. Ich hasse diesen Boss, hasse diesen Boss, hasse diesen Boss. Papa da, Fury! Er ist einfach Ben. Obwohl das ist ja Russisch, dann heißt er jetzt, steht da ja Bye. B-I-I. Bye. Bye, bye. Oh, gut, mein Akku geht schon leer. Perfekt. I am the Fury. The flames of my rage will incinerate you. Bye, bye. Ich glaube, ich mach gleich beim Bye. Der Boss lässt mich auf jeden Fall Fury fühlen. I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Okay, ich bin schon am Brennen. So. Mama Mia, let's go. Wie geht das Spiel nochmal? So gehe ich in First Person. Und dann schieße ich den Alten weg, ne? Jetzt lauf doch. Das steht da hinten. Ich glaube, ich kann nur einen Schuss machen, oder? Moment. Habe ich die falsche Pistole ausgerüstet? Ich habe ihm Damage gemacht. Kein... Scheiße. Ich glaube, ich habe die falsche Pistole. Was davon ist jetzt die... Ich meine... Die ich gerade habe, ist halt die falsche. Und das war die hier. Also muss es ja dann die hier sein. Ja, das ist die. Das wird halt Major Tom verändert. Wo stecken sie? Ich mach mal andere Klamotten, ne? Irgendwas, womit ich besser getarnt bin, I guess. Das seht ihr gerade gar nicht, ne? Aber ich bin gerade bei -20% Tarnung. Wir brauchen irgendwas, womit ich besser getarnt bin. Hier gibt's gar nichts, mit dem ich besser getarnt bin. Perfekt. Ich bin bei allem bei -20, oder wie? Nee, Moment, ich bin dumm. Hier steht ja rechts daneben. Spinne können wir nicht machen. Auch wenn das das Beste ist, aber Spinne absorbiert mir Ausdauer. Olivgrün ist das Beste, wie es aussieht. Ja. Olivgrün und dann Bemalung wahrscheinlich schwarz. Yes. Okay. Nackt. Nackt Playthrough, no hit. Kannst du mir helfen? Meine Katze springt immer in meinen Mülleimer und macht sich darin gemütlich. Einfach den Mülleimer wegstellen, wo die Katze nicht rankommt. Den Mülleimer zumachen, damit die Katze nicht reinkommt. Kein Problem, ich helfe gerne. I'm running low on Geduld, Digi. Because you are a very, very shitty boss camp. I don't like you very much. Did you know about that?
Ich meine, ich kann ihn auch rifeln, ne? Ich habe ja die Rifle. Habe ich ausgerüstet, okay. Die Sniper-Rifle habe ich am Start. Mit Betäubungsmunition. Das würde theoretisch auch gehen, ne? Ah, da ist er. Ich dachte vielleicht zwei Hits. So, das Ding ist, jetzt sich noch heilen, ist eigentlich noch machbar. Jetzt sich irgendwo hinsetzen und sich heilen, geht noch. Das Ding ist aber, ab der Hälfte oder so, geht da komplett Fury. Und dann brennt hier alles so gut wie durchgehend. Seht ihr, wie langsam meine Lebensleiste steigt? Ist geil, ne? Daneben? Das ist illegal, oder? Dass das daneben ging. Ja, die Fledermäusis können, glaube ich, die auch Schaden machen. Die sind richtig mies. Und Lucielle, dankeschön. Für 8 Monate. Happy Valentine's an alle. Ich kann leider heute nicht bei meinem Valentine sein. Also müsst ihr wohl heute mein Valentine sein. Als hätte ich meinen Valentine beschworen. Da ist sie einfach. I'm over here. Papa da ha Papa! Geflogen. Und er fliegt wie ein Tiger. Yasi Hasi. Ich hasse ihn. Ah, stimmt, der macht den hier jetzt. Das ist das Schlimmste gewesen, true. Dann rastet er mal so komplett aus. Das Ding ist aber, wenn er runterzählt, dann sitzt er und ist offen für einen Angriff. Dann machst du das Scheiße. Fire! Ach, komm schon, du pimmelgesichtiger Pimmel. Deshalb versteckt er auch sein Gesicht, weil er ein Pimmelgesicht hat. Ignition. Ja, was soll ich denn machen? Hier ist überall Feuer! Was soll ich machen? Er ist hinter mir und vor mir ist alles Feuer. Dieser Kampf ist so fürchterlich. Dieser Kampf ist so fürchterlich. Okay, Verbrennungen muss ich nicht heilen, wie es aussieht. Jetzt wird's brenzlig. Mit Schnauze. So, jetzt muss ich irgendwo pimmeln und mich ausruhen. Aber das kriege ich nicht hin, weil er komplett ausrastet. Was?
Er hat mich. Ich hab ihn! Show yourself! Kletter doch hoch, bitte! Die! Ausgetrickst! Er kann durch Wände schießen! Das zählt nicht! Ich glaube, er zählt gleich wieder. Hab ihn! Also wenn man es schafft, ihn nicht dazu zu bringen, zu zählen, dann geht das eigentlich, ne? Renn weg. Das ist mir zu aufregend hier. Digga, was macht er denn? Nein! Das war ganz schlecht. Ich hätte schießen können, aber ich war zu langsam. There. Oh mein Gott! Kojima-Steuerung. Ja, ich bin tot. Okay, er schießt doch in die andere Richtung. Ja, Grüße. Grüße, Gemüse. Dies ist ein sogenannter schrecklicher Kampf. Snake. What happened? Snake. Snake. Ja, den Kampf kann man auch nicht lieben. Den kann man auch nicht lieben. Jeder, der sagt, der mag diesen Kampf und dem macht dem Spaß, das ist ein dreckiger Lügner. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Das ist einfach nur ein dreckiger Lügner. Olivgrün war es, ne? Nee. Schwarz ist es. Okay. Also ich würde ihn auch mögen, wenn ich ihn nicht spielen müsste. Wenn ich nur zuschauen müsste und mich über das Leid des Streamers ergötzen könnte, würde ich es fühlen. Was? Dark enough for you. Feel the burning rage.
5, 4, 3. Need a light? Nee, danke. Die Stereo kickt aber auch echt komisch hier gerade. Mit dem einen Ohr hört sich das so an, als würde er ziemlich nah sein. Mit dem anderen Ohr hört sich das so an, als wäre er voll weit weg. Das war kein Traver? Oh mein Gott. Ja, ist vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Splitter. Wieso auf einmal 50? Oh ne, schwarz ist immer noch besser. Okay, ja. Ja, mit der Sniper Rifle macht man halt viel mehr Non-Lethal Damage bei ihm. Sehr viel Ausdauerschaden. Aber das Handling mit der ist halt so scheiße. Das Ding ist, ich muss mit R2 die Waffe rausholen. Dann kann ich währenddessen nicht mehr laufen. Schade. Dann kann ich währenddessen nicht mehr laufen. So, dann muss ich L1 drücken, um in den Scope zu gehen. Und dann mit dem linken Stick, nicht mit dem rechten Stick, so wie in anderen Spielen, mit rechten Stick aimen, weil mit dem rechten Stick aimst du super langsam, das ist zum Nachjustieren quasi, und mit dem linken Stick aimst du schnell. Das sind halt so viele Knöpfe, die nicht in meiner Muscle Memory normalerweise drin sind. Weil scopen tust du normalerweise in Shootern nicht mit L1 und zielen tust du auch nicht mit dem linken Stick, sondern mit dem rechten Stick. Und jedes Mal, wenn ich dann das Ding raushole, bin ich dann so komplett raus, überfordert mit den ganzen Knöpfen. Und Pistole ist halt ein bisschen flexibler, weil die kann ich easy wieder wegstecken. Weil ich muss sie nicht wegstecken, um zu laufen. Die Rifle muss ich wegstecken zum Laufen. Das ist ein bisschen kritisch. Eat flame! Eat flame! Der ist immer noch hinten, ne? Da ist er. Not bad. Aber ein guter Early-Treffer. Aber der Anfang ist auch noch der einfache Part. Keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, jetzt fängt er langsam an zu zählen. Wer will gleich zählen? Das war gut! Das war guti gut!
Das war kein Treffer! Habe ich über sein Gehirn drüber geschossen? Ist vorbei. Ich brenne. Wird vielleicht zählen, oder? Er landet einfach vor mir. Nein, geh doch drüber. Sehen? Are you ready for this? Ich brenne immer noch. Okay, jetzt wird wieder scheiße. Jo! Daisy! Ja, das Ding ist, du musst halt die Dodge Roll machen, damit du nicht mehr brennst. Aber die Dodge Roll geht halt super weit. Und wenn du halt umzingelt bist von Feuer. Scheiße, er schafft's. Wenn du umzingelt bist von Feuer, dann ja, ist halt irgendwie schwierig, an dem Feuer vorbei zu dodgen. Das ist ein bisschen cray-cray. Geh doch bitte hoch! Scheiße. Scheiße. Hier ist überall Feuer. Scheiße, hier ist überall Feuer. Digga! Bleib nicht stehen! Over there. Ja, das war schlecht. Ich habe gehofft, ich treffe ihn ohne zu aimen. So, jetzt glaube ich, muss ich mich heilen, ne? Ja. Eine schöne Salbe drauf. Verbannt. Ja, in der zweiten Phase ihn mit einer Sniper-Rifle zu treffen, ist super, super risky, super schwer. Ich schaff's ja nicht mal mit der Pistole. Junge, ich finde den nicht. Ja, wohin? Holy shit. Ey, sobald er einmal schafft, durchzuzählen, ne? Ist er so in Action? Dass ich gar keinen Moment mehr finde, um ihn zu treffen. Oh mein Gott. Ja, es war ein guter Try. Es war ein guter Try. Aber der Try ist noch nicht zu Ende. Away from me. 3, 2, 1.
Spritzen, mit denen ich mich heilen kann? Serum, aber das ist für Gegengift. Und hier habe ich nichts. Was ist Lebensmedizin? Ich habe eine Heilung gefunden. Ja, ändert leider nichts daran, dass ich nicht angreifen kann. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen länger überleben, aber... Ich finde kein Moment, wo ich ihn angreifen kann, ne? Was passiert? Oh mein Gott! Ich stehe im Feuer. Ja, keiner wo ist. Ich komme nicht mehr raus. Junge, Junge, Junge. Ja, ich bin wieder nicht in der Nähe. Scheißkante hier, ne? Ich hab keine Ahnung, wieso das kein Treffer war. Über mir. Nicht Zigarre. Lass mal eine rauchen. Das war knapp! Ich hatte ihn fast. Und Arashi, Dankeschön für 34 Monate. Und hi. Ja, ich denke mal, ich habe so wenig Heilungen im Spiel bekommen. Bisher. Weil...
das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, mit so Heilmitteln zu spielen, ne? Ich denke mal, das ist sowas wie so ein Bonuskram halt, ne? Quasi als Hilfe. Aber halt nicht als Main-Heilung gedacht. Ich verstehe die Lebensleisten nicht. Die kleine Leiste ist die, die Ausdauerleiste, die dicke Leiste ist die Lebensleiste. Und ich versuche in dem Spiel alle Bosse zu besiegen, ohne dass sie sterben, sondern nur einschlafen mit Betäubungspfeilen. Das heißt, ich versuche die untere kleine Leiste von dem Boss runterzukriegen und nicht die große. Wieso mache ich das eigentlich immer, Chat? Wieso mache ich das eigentlich? Ich habe ein Play. Ich habe doch schon ein Playthrough von dem Spiel. Ich habe doch schon ein Playthrough von dem Spiel, wo ich alle Bosse besiegt habe, in allen Teilen, mit Non-Lethal. Wieso mache ich eigentlich nicht bei diesem Marathon einen Playthrough, wo ich einfach alle töte? Why? Yeah, ich weiß, es gibt extra Items, aber ich habe ja das Spiel schon einmal so durchgespielt. Wieso mache ich das nicht, diesmal ein bisschen anders? Aber jetzt bin ich ja voll drin, ne? In dem Non-Lethal Run. Auch wenn ich mal an einer Stelle aus Versehen ein paar Soldaten umgebracht habe. Ja, one hit! Snake, you alright? Snake! Ja, genau! Junge. Als ob er mich am Rand einfach one-hitten kann. Digga, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach da. Nein, er fliegt! Ihr darf doch gar nicht fliegen, ist das nicht verboten? Ja, genau, vielleicht gleich, wenn ich ihn. Oh wow, er fliegt direkt hier hin. Wenn hier alles leuchtet, vielleicht bringt eine andere Rüstung mehr, das stimmt. Was? Burn, baby. My shoot's been ripped. Ein grandioser Try wird das. Ich habe das Feuer nicht mal gesehen. Das erste, was mich getroffen hatte, da war irgendwo wohl Feuer an der Decke oder so. Oder seitlich an der Wand. Erzählt jetzt schon!
Au! Taste my Furiosi! Schade. Und wie geht's dir mit dem Boss? Mir geht's prima! Lass uns doch einfach noch weitere 3 Monate dieses Spiel spielen, weil ich an diesem dummen Boss nicht vorbeikomme. Oh mein Gott, was ist denn da in meinem Auge? Where are you? And I'm so sorry. I miss you. Eigentlich vermisse ich ihn gar nicht. Eigentlich möchte ich ihn nur loswerden. The Fury! Erzählt, oder? Ja, erzählt! So, jetzt wo alles brennt, ne? Tarnung. Ich glaube, schwarz ist immer noch die stärkste. Ja, schwarz ist immer noch das Beste. Schaffst du den heute? Nee, ich denke nicht. Ich denke, wir werden heute nur den Boss hier sehen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Nein, ich dachte, er fliegt. Wieso liegst du? Salbier.
hier reingelaufen. Da, Bubi! Da, du Bube da! Aber wieso zieht Snake auf einmal ganz woanders hin? Ich hätte nicht zielen sollen, ich hätte einfach ohne Aim schießen sollen, ne? Das war kein Treffer. Everything is fine. Gott, die Kante! Junge. Treffer? There. Was war das? Sedgemo. Das war kein Treffer! Ey Mann, ohne Aim geht auch nicht! Ohne Aim trifft er auch nicht! Oder habe ich getroffen? Ich glaube, ich habe getroffen. Ich habe die Pistole weggelegt. There. Wieso liegst du, Snake? Ja, okay, er sieht mich. Er ist hinter dem Fass. Okay. Jetzt er oder ich? Letzter Try für beide. Der trifft, gewinnt. Ich hätte die Rifle rausholen sollen. Aber ich habe Angst gehabt, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Oh! Okay, wir machen Gamba, Chat. Wir machen jetzt eine Gamba.
Okay, machen wir Gamba. Schaff ich ihn jetzt, Chat? Let's go. Ja, jetzt habt ihr den Kampf ein bisschen gesehen. Jetzt könnt ihr den einschätzen, wie der ungefähr so ist. Und ihr könnt jetzt meinen wundervollen Skill ja auch einschätzen, wie gut der ist. Und könnt jetzt besser abgleichen, wie das jetzt aussehen könnte. Wer wird gewinnen? Ist mal ein bisschen dunkel. Ach so! I see shit. Where are you? Das könnte ich dich auch fragen, Kollege. Kollege. Rage. Ich fühle gerade einfach nur Schmerzen. An meinem ganzen Leibe. Ja, das ist gar nicht der Pain, aber komischerweise verspüre ich sehr viel Pain. Kein Treffer, ne? Oder? Super cool. And I see fire to the flame. Bidu-bidu-bidu-du. Guter, wichtiger Treffer. Kommt gar nicht. Oh, der war wichtig! Guido, bitte! Er möchte einfach nicht die Treppe hochschlängeln. Buri, buri, babutu, panika, da bushniki. Er hat mich getroffen.
wieder hoch geht, nicht erzählt, oder? Zu gierig? Zu gierig? Ja, zu gierig! Hey, ich hab Messer ausgerüstet! Wo ist denn hier? Mäuschen, mach mal Piep. Here I come. 4, 3. Taste my fury. Ich wollte stealthen, weil ich die Schlange bin, die Stealth-Schlange bin. Ich wollte eins mit der Umgebung sein. Hi, grüß dich. Schade. Kein Treffer. Ah, das ist ein Treffer. Steh doch auf! Ja, ich bin wütend und mein Zorn steigt. Ihr springt weg wie ein dummer Wichser. Lieg doch nicht! Oh, Junge. Salbe? Verband? Nahrung? Das war kein Treffer! Die Fledermäuse. Die verdammten Scheiß-Fledermäuse, die dummen, dreckigen Flughunde. Wohin? Wohin? Hey, lass uns doch noch eine Gamba machen. Mann, ey! Was ein toller Stream!
Geil! So, ich packe jetzt direkt jegliche Scheiße aus meinem Inventar raus. Esse Fleisch. Stark angefangen. Und dann fliegt er einfach in mich rein. Ich dachte, er setzt sich hin. Ey, wenn du nach der Dodge Roll die X-Taste noch eine halbe Sekunde länger hältst, dann legt er sich instant hin, ne?
Ohne Heilung. Oh Mann. Oh. This is the end of the Copras. I've got to live on. You're the only one left. I'm off. Join the shot. Das ist ein schrecklicher Kampf. Der saugt die ganzen Flammen ein. I can see it. Mission Control, do you read me? Da ist eine Decke, by the way. Da ist eine... Okay, da war eine Decke. Aber Moment mal, meine Rüstung. Ach so! Aber ich, wo ist meine Rüstung? Ich hab ein... Hallo? Siehst du das? Ja, Uniform, Feuer, okay. Ich hab's. Das ist meine Belohnung, Chat. Weil ich ihn non-lethal besiegt habe. So, wo ist die tolle neue Rüstung? Feuer, da ist sie. Der Fury's Tarn Uniform. Reduziert den Schaden. Ui, die war wichtig. Die war wichtig. Und am Ende dann doch keine Heilung verbraucht. Sehr gut. Das war wichtig. Heilung behalten für Endboss. Nee, also es ist schon ein ernst gemeintes Game, ja, aber es ist sehr viel mehr als nur Militär. Es ist sehr, sehr viel mehr. Hat was mit AIs zu tun, mit Klonen zu tun. Mit genmanipulierten Soldaten und so. Es ist eine Freakshow eigentlich. Eine Freakshow, ja. Aber das denken viele. Ich habe das auch früher immer gedacht. Dass das einfach nur irgendwie so ein Stealth-Shooter ist. Aber es spielt sehr wild. Kann ich nur empfehlen, die ganze Reihe durchzuspielen. Story, Inszenierung, alles sehr, sehr cool gemacht. So, wir sind drin. Unser Ziel war ja hier einzudringen. Und da konnten wir ja nur hin, wenn wir durch Untergrund gehen. Während unser Girl, Eva, einfach den Berg mit dem Motorrad runtergedüst ist. Mussten wir im Untergrund durchklettern. So, erstmal würde ich sagen, machen wir ein Nickerchen, Leute. Es wird Zeit für ein Nickerchen. So, ich muss mich voll heilen. Ich snack mir hier so eine Kalorie-Mate rein, einen geilen Block. So, und dann machen wir hier ein kurzes Päuschen, damit der Junge sich auflädt. Währenddessen mache ich die Gamba. So, okay. Ja, an den Part kann ich mich irgendwie gar nicht erinnern. Habe ich ja schon beim letzten Mal auch gesagt, dass ich mir an diese ganze Fabrik hier irgendwie
irgendwie meine ganzen Erinnerungen sind weg, was das hier angeht. Bis hierhin konnte ich mich so an das meiste noch erinnern. Aber hier, keine Ahnung, was das ist. Also wie das hier aufgebaut war, was hier der Plot sein wird, kann ich mich gar nicht erinnern. Ich denke mal, wir werden hier gegen Wolgin am Ende kämpfen. Obwohl, wir haben noch Sorrow. Der Sorrow ist ja noch da. Aber ich kann mich erinnern, Sorrow war irgendwie in so einem Fluss oder so. Aber da waren wir schon, ne? Kann mich nur an den Boss erinnern. Sorrow kam sogar nach Wolgin. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Weil ich meine, in der Fabrik, in irgendeiner Fabrik, in so einem engen Fahrstuhl-Ding, hat man gegen Wolgin oder so gekämpft. Und ich denke mal, das wird dann eher hier kommen, als danach. Willst du dich nicht besser tarnen? Hä, aber ich krieg damit weniger Schaden. Also schwarz ist schon mal gut im Gesicht. Tigerstreißen 35, Splitter ist nochmal ein bisschen besser. Ja, Splitter ist das Beste hier. Als Tank muss man sich nicht verstecken. Ja, ich tanke gerade ein bisschen Leben. Ja, bei Wolgin ziehe ich dann wieder Feuer an. Dann bin ich strong. Also die Lebensleiste könnte auch einen Tacken schneller hochgehen. Also so ein bisschen schneller. Wäre schon angenehm, oder? Ich meine, ich kann ja schon mal ein bisschen mich umschauen im Liegen. Ist das auch Teil der Atmosphäre? Was denn? Zu warten und sich zu heilen? Alter, Kushimikere. Das, was Kushimikere sagt, Leute. Das Warten ist Atmosphäre, ja. Weil du musst ja, du bist ja in der Stealth-Mission ganz alleine hier. Und du musst ja, du weißt, ne? Sehr geduldig sein. Deine Surroundings abchecken und so, ne? Zwischendurch mal telefonieren und abspeichern. Ich habe gehört, es gibt Leute, die haben das Speichern verkackt und dann mussten sie einiges nachholen. Das würde mir nicht passieren, deshalb speichere ich einfach öfters mal. Do you want to save? Nee, die Leiter kam schon letztes Mal. Snake, have you heard of the last war? Nope, doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where sie redet immer über Filme. Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. Irgendwann alle Filme, die in Kojima-Spielen erwähnt wurden, irgendwann mal alle schauen und alle Spiele und alle Filme, die von J.C. Denton, nee, nicht J.C. Denton, wie hieß er nochmal? Irgendwie so ähnlich, aus ich habe den Namen vergessen. Deadly Premonition. Ich hab's. Alle Filme schauen, die in Deadly Premonition erwähnt wurden. Nee, nicht Swery. Deadly Premonition. Alle anderen Spiele jucken mich von dem nicht.
wann eigentlich Deadly Premonition replayen? Ja, weiß nicht. Also so geil das Spiel auch war, es war schon echt ein Hack-Mack. Das durchzuspielen. Vor allem, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, mit den ganzen Abstürzen der PC-Version, dass ich dann einiges immer wieder nachspielen musste. Die ganzen Crashes dazu, nee, die gehören überhaupt nicht dazu. Das war schrecklich, die ganzen Crashes. Ich glaube, wenn ich es nochmal spielen würde, dann würde ich irgendwie die PS3-Version oder so spielen. Aber nicht nochmal PC. Oder irgendwie... Nee. Was? Leute? Hä? Wieso ist die scheiß Waffe wieder ausgerüstet? Wieso wird die mal automatisch ausgerüstet? Ich hab die extra weggepackt. Wow. Ich hab die extra weggepackt. Aber wahrscheinlich in der Cutscene wird sie automatisch wieder ausgerüstet oder so. Hi Jungs. Ich muss mich mal kurz irgendwo verstecken hier. Okay, der ganz große Alarm geht los. Snake, das ist so ein Vollidiot. Zum Glück lag ich gerade und hab gewartet, bis mein Leben voll geheilt ist. So, was haben wir denn hier? Eine Schusswunde. Ja, die Patrone holen wir mit dem Messer raus. Dann machen wir so ein bisschen desinfizieren, Digga. Ein Pad drauf und ein Verband, wa? So, Penis wurde auch getroffen. Ist auch eine Schusswunde. Ja, schön mit dem Messer einen Penis rumstochern. Geil. Desinfizieren, Pad drauf und Verband. Und liegen bleiben und warten. Spielst du die MMS-Reihe irgendwann Non-Lethal plus Unentdeckt plus No Damage durch? Ich denke, das muss ich mir nicht antun. Nee. Also, so sehr ich die Spiele auch mag, irgendwo hat das auch seine Grenzen, ne? Keine Ahnung, wie die mich verlieren konnten, ne? Aber hat funktioniert. Nein, ich hasse nicht Metal Gear Solid. Ich liebe Metal Gear Solid. Aber nicht, man muss nicht unbedingt jede Challenge auf sich nehmen. Ich liebe auch Dark Souls und trotzdem mache ich keinen No-Hit-Run oder so. Können wir einmal darüber reden, dass die scheiß Sekunden langsamer vergehen als Echtzeit? Das ist doch langsamer als die echten Sekunden, oder? Halt doch dein Maul, Ricky. Elite-Einheit und schaut nicht unter Autos, ja. Ach, das sind amerikanische Sekunden. Inflation wegen den Sekunden. Okay. Ja, ich kann ja nicht in die Gänge kommen, solange die Sekunden da laufen. Weil die sind gerade alle in Alarmbereitschaft. Ich muss warten, bis die wieder sich beruhigen. Sonst gucke ich gleich kurz aus dem Auto raus und dann geht's direkt wieder los. Imagine, ich würde Lethal spielen. Ich kann einfach durchrennen, alle umbringen. Nee, aber stimmt, ich habe Metal Gear Solid 3 damals nicht Non-Lethal gespielt, wenn ich daran mich erinnere. Stimmt. Ich habe ja damals alles mit der AK gespielt. Indem ich einfach alles niedergemäht habe, ne?
Ich habe immer jedes Gebiet versucht zu stealthen. Sobald ich entdeckt wurde, AK rausgeholt. Das war mein Game, stimmt. Und es kommt ja später so ein Bosskampf, der dir vorhält, was du so für Gegner getötet hast. Diesmal müsste ja nicht so viel kommen. Also ich habe in einer Stelle aus Versehen irgendwie 3-4 Gegner getötet. Das ist sehr schade. Weil hätte ich das nicht gemacht, dann hätten wir bei diesem Sorrow-Boss-Kampf, der dir ja vorhält, so von wegen, oh, du hast so viele Leute getötet, bla bla bla, dann hätte er nichts sagen können, weil ich niemanden umgebracht habe. Ja, aus Versehen, weil genau das passiert ist, was gerade passiert ist. Und zwar, mir wird automatisch wieder die Lethal-Pistole ausgerüstet. Und das war gerade das Problem. Diesmal habe ich es zum Glück direkt gemerkt. Beim letzten Mal habe ich es halt nicht direkt gemerkt. So. Haben wir eine sogenannte Court. Warte. Kurz mal mit Major Tom reden. Was hier nochmal der Plan war. Kurz auffrischen, weil wir einen Monat lang nicht mehr gespielt, ne? Was machen wir hier? Good. You've finally made it inside Groznygrad. Finally. Stay alert. This is the enemy's main base. Ja, ja. The security here is on a scale you haven't encountered yet. No kidding. Your objective is the weapons lab. It's the giant building in the center of the fortress. Sokolov is in the west wing. Ach, Sokolov müssen wir rausholen. To get into the area where Sokolov is imprisoned, you'll need to find Major Rykov. Steal his clothes and disguise yourself. Das ist der Typ, der Metal Gear gebaut hat. Rykov is supposed to be in the east wing of the weapons lab. Start out by sneaking into the east wing of the weapons lab, then neutralize Rykov and take his clothes. The weapons lab is to the northeast of the area you're in now. Head northeast. Nordosten. Ja, ich habe leider keinen Kompass dabei. Müssen wir wohl die Sterne anschauen, den Mond und dann triangulieren. Und dann wissen wir Bescheid. Habe ich eine Karte von dem Gebiet hier? Habe ich, ja. Also das große Gebäude, denke ich mal, wird das hier sein, oder? Das sieht schon ziemlich groß aus. Also von allen Gebäuden sieht das hier am größten aus. Oder das ist gar kein Gebäude, sondern eher ein Platz. Aber es ist halt irgendwie ein großes Viereck auf jeden Fall. Sprich, ich gehe jetzt durch die Tür, die ich vor mir habe, ne? Welche Hitman-Passage? Ach, du meinst das mit dem Verkleiden? Das war cool, ja. Mochte ich. Nordwest? Ich muss Nordost. So, das wird wahrscheinlich da das große Gebäude sein. Ja, das ist es, ne? So, wie sieht's hier aus? Ich mache mal Personenmelder an. Bewegungsmelder. Bewegt sich irgendwas in meiner Nähe? Kamera. Damit ihr auch den Bewegungsmelder seht. Also in meiner Umgebung ist niemand. Ich weiß nicht, wie es mit den Lampen ist. Ob die gleich irgendwie auf mich zielen oder so? Aber da hinten ist auf jeden Fall einer. Ich weiß nicht, wie er laufen wird, ob er hier runterkommen wird. Perfektes Spiel für den Valentinstag. Hier meine Blumen oder so. Dankeschön. Er steht. Kann sein, dass er halt bis hier nach unten runterläuft. Was ist, wenn ich... Da steht ein Hund. Wie er da sitzt. Was ist, wenn ich das Ding anschieße? Okay, Doggo kann nicht riechen. Doggo ist dumm. Und mit Betäubungsmunition kann ich die Lampen nicht kaputt machen. Das heißt, ich hol mal meine andere Rifle raus. Kann er doch riechen? Er kann nicht riechen, oder? Na,
Ah, er kann nicht riechen. Der kann nicht riechen. Ich hol mal kurz meine... Ja, nicht den Rocket Launcher. Ich hol mal kurz meine andere Rifle raus. Die SVD. Und schieß mal damit auf die Lampen. Junge, der Hund läuft jetzt die ganze Zeit hier im Kreis oder so. Fuck, ich hab jetzt die Hunde geweckt. Scheiße. Als ob die das gehört haben. Er kann nicht rüberklettern. Lolski. Läuft der wieder weg, der Typ? Okay, schieß mal drauf. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ob es eine Mechanik ist in dem Spiel. Funktioniert! Ist aus! Da war Doku! Ja, Doku! Okay, Doggo hat keine gute Nase, aber sehr gute Ohren. Warum gibst du den Hunden nicht einfach Essen? Ich habe kein Essen. Ich habe ein paar Magazine mit hübschen Mädchen. Ich weiß nicht, gefällt das den Hunden? Wird es den Hunden gefallen? Weil ich glaube, meine Kalorienblöcke... Oder meine Instant-Nudeln werden die wohl nicht essen wollen. Wobei Hunde können schon echt Freaks sein, ne? Die würden safe Instant-Nudeln fressen. Okay, so. Ich muss noch kurz nochmal den Doggo abchecken, was der jetzt sein Plan ist. Zwei. Doggo schläft! Okay. Ja, sobald ich schieße mit der Rifle, Sniper Rifle, werden halt die Hunde wach. Das heißt, ich muss am besten die Gegner ohne Sniper Rifle machen, sondern mit der normalen MK. Das war kein Treffer? Oder habe ich die Schulter getroffen? Okay, ich habe die Schulter getroffen. Naja, bei Kopftreffern fallen die halt direkt um. Bei allen anderen braucht es ein bisschen länger, bis die Betäubung kickt. Kann ich reinklettern? Nee. Wäre geil, wenn ich reinklettern könnte. Ja, da hinten steht halt einer. Einfach mit dem Panzer hier durchfahren. Ja, erstmal brauchen wir einen Schlüssel für den Panzer. Da steht einer. Junge, die Range. What's wrong? Haben mich aber nicht gesehen. Die haben mich nicht gesehen. Okay, der hinten ist umgekippt. Seht ihr die ZZZs? Der ist umgekippt. Der ist beim Weglaufen umgekippt. So, und da hinten rechts ist ein Hund. Das ist kein Fernglas. Das ist ein Infrarot. Wieso steht unten? Achso, ich bin falsch.
Der ist ein Hund, ne? Da hinten ist ein Frosch. Wir können da rein und dann über die Brücke in das große Gebäude rein. Links ist der Doggo ist wach. Der Doggo bewegt sich. Die Tür ist nicht auf. Aber die Tür ist bestimmt auf, oder? Hund, werd bloß nicht wach. Die Leiter, Junge. Die Treppe. Die ist auch zu. Ist nur gestunt, Chat. Er schläft nur. Tut ihm nicht weh. Doggo schläft. Okay, man kommt hier nicht durch, schade. Als ob jetzt hier alles zu ist. Als ob jetzt alles hier zu ist. Hunde schlafen nicht so lange. Ich habe nicht so viel Zeit. Hier ist alles zu? Der Hund ist wieder wach. Das heißt aber... Oh, falsche Taste. Wenn da oben zu ist, hier links zu ist... Dann müsste ich vielleicht von hier aus irgendwo, vielleicht hier oder so eine Tür oder da. Ich weiß nicht, ob es hier noch Türen sind. Ist das hier eine Tür? Ich muss zu dem großen Gebäude halt, ne? Achso, ja, da komme ich ja her. Ja, müssen wir von der anderen Seite schauen, ne? Weiß nicht. Moment, das ist doch eine andere Tür. Die Soldaten schlafen länger als die Hunde. Um einiges länger. Aber auch nicht ewig. Okay. Ja, wie komme ich da rein? Hier scheint ein bisschen mehr zu sein. Ich habe halt Angst, dass irgendwo in der Ecke oder so, in einer versteckten Ecke, irgendwo ein Hund steht. Und sobald ich schieße, wird er wach. Und rennt los. Da hinten ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob die aufgeht. Wäre halt der frontale Eingang, ne? Was geht ab, Nico? Hier wird wieder fresh gesneakt, ja. Gesnikert. Der kommt nicht weiter. Ich können vielleicht gleich wegholen, bevor er geht. Ich bin so schlecht. Ich bin so gigantisch schlecht. Ich habe ihn getroffen. Perfekt. Perfekt. Alles geplant, dass er hier hinläuft und hier einschläft. Alles geplant.
Ich dachte, ich habe daneben geschossen. Alles zu. Als ob das so ein Delay hat. Ja, wenn du halt nicht den Kopf triffst, dann kippen die mal ein bisschen später um. Weil die Wirkung muss halt durch den ganzen Körper durch. Durch die Rüstung und so, ne? Die hier da hinten, da leuchtet es so sehr. Das ist bestimmt die Tür, die aufgeht. Die ist so obvious markiert mit dem Licht. Das ist das Gaming. Ich kenne Gaming. Biologie mit Keggy. Ja, nicht unbedingt Biologie, aber die haben ja hier überall eine Rüstung, ne? Was ist, wenn wir das gleiche nochmal machen? Das war kein Treffer? Ich habe mich doch umentschieden, den Kopf zu treffen, zu schießen. Okay, es war ein Treffer. Aber wieder nicht der Kopf. Juckt den aber auch nicht, ne? Ja, wenn man so in die Wand geht, ja. Irgendwie so. Genau. Ich muss da alle Knöpfe gleichzeitig drücken. Okay, ich bin gefangen. Ich muss alle Knöpfe gleichzeitig drücken, damit das funktioniert. Ja, es war... Ich habe versucht, das so wie in Metal Gear Solid 2 zu machen. Aber hier funktioniert das ein bisschen anders. Oh, wo? Ach, oben. Die stehen oben. Ah, Junge, ich bin erst reingekommen. Pause. Schade. Nein, ich bin hier nicht. Jungs, ich bin hier gar nicht. Irgendein Professor reingekommen. Übernachtungsparty im Lager. Ich werde auf gar keinen Fall den 3DS-Port spielen. Wieso sollte ich den 3DS-Port spielen? Der Sport hat Yoshis anstelle von Fröschen. Hallo. Der schon wieder. Die Musik, Alter. Darf hier auch nicht zu lange drin bleiben, ne? Sonst stehen die gleich alle wieder auf. Und dann geht alles wieder von vorne los.
Könnt ihr bitte jetzt eigentlich aufhören? So. Vielleicht klappt das ja hier wieder. Mit dem Wissenschaftler. Ne, minus 5. Das Gesicht, Alter. Müssen wir mal probieren, ob das hier klappt, ne? Ja, ewig schlafen die ja leider nicht. Und ich habe hier gerade super viel Zeit verschwendet. Ui. Jetzt kommen die langsamen Sekunden. Ja, das war aber auch echt Arsch, ey. Ich komm rein, mach einen Schritt, werd direkt entdeckt. Zigaretten? Habe ich noch meine Zigaretten? Ja, 8 Stück noch. Ne, das sind Betäubungszigarren. Ich kann an die Rand schleichen und dann halt die betäuben mit der Zigarre. Ja, ich hätte warten sollen. Ich hätte warten sollen. Mann, eigentlich sollte ich sterben und es nochmal neu machen. Weil das ist doch gerade ziemlich Arsch. Ui, wer war das denn? Das ist doch hier gerade alles Arsch. Ich wollte das hier schön stealthy geil machen. Ich hab noch die Raiden-Maske, ja. Komm, dreh dich einfach um. Geh einfach. Ja, genau. Genau. Nein, er kommt trotzdem hier. Aus. Hey Jungs. Und sonst so? Hinter mir. Ich hab ne, was hab ich gerade? Eine Schusswunde. Weißt du, die Typen stehen da gerade und schauen zu, wie ich einen von ihren Leuten bewusstlos gemacht habe und dann anfange, mich selbst hier zu verarzten. Du hast den Enemy. Er muss nahe sein. Hunt ihn down. Was ist wrong?
Kann der Timer bitte endlich zu Ende laufen? Ich meine, solange der Timer noch läuft, kann ich ja noch die beiden da ausschalten, ne? Ich brauche eine Karte. Scheiße. Okay, wir müssen erst die Karte finden. Okay, die schlafen alle. Ich habe nur noch 4 Ziggis. Also die, glaube ich, erkennen mich direkt. Die erkennen mich direkt. Ich glaube, die, die Forscher erkennen mich direkt. Hallo, Schoko. Die Forscher erkennen mich direkt. Aber die anderen Boys, die erkennen mich wohl nicht. Margin, möchtest du mir vielleicht einen kompletten Guide schicken, wie ich zu spielen habe, was ich zu tun habe? Oder möchtest du vorbeikommen, es selber spielen? Oder wie sieht's aus? Was ist dein Plan hier? Was ist deine Mission? Silent Hill? Silent Hill 2? Streamer selber rätseln lassen. Mann, ey. Als ob man Leuten beibringen muss zu atmen, Alter. Okay, hier komme ich auch nicht durch. Konami, hättet ihr mal höher auflösende Bilder machen können? Eva hat das schon mal erklärt. Okay. Punkt geht an dich. Der Punkt geht an dich. Was? Ich mach grad. Das ist ja Raiden. Hier Raiden unterwegs. Oh. Huch. Ich glaube, ich habe mein Ziel entdeckt. Sicke Shorts, Alter. Ja, ich konnte mich erinnern, da war irgendwas mit Raiden. Oh, sogar Raiden Poster. Ich konnte mich erinnern, dass irgendwie hier ein Typ rumgelaufen ist, der so aussah wie Raiden. Als ich ihn gerade gesehen hatte, blitzte da irgendwas in meinem Gehirn auf. Aber habe ich jetzt was bekommen? Habe ich die Dinge jetzt bekommen? Die Tarnung? Ja, ne? Offizier.
So, und jetzt? Ich sehe jetzt genauso aus wie er. Ich bin Offizier! Gibst du der Szene eine Fanfiction? Safe. Endlich wieder Metal Gear Solid 2. Stillgestanden! Ich muss hier einmal durch. Sir. Hier gebückt weitergehen. Wie einfach Snake keine normale Gear-Animation hat, außerhalb der Cutscenes. Here it is. Here it is. Aber es ist ja praktisch, dass er mir in die Arme gelaufen ist, ne? You can count on me. Dass der Typ, der den Metal Gear gebaut hat, und sie ist unsere Komplizin, die geheim als Spionin bei denen arbeitet. Are you trying to kill me? What's the matter? Der Todeskuss. Der Lippenstift ist vergiftet. I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't. Oh. Jetzt in die Nase. Das ist definitiv nicht Eva. Ja, Eva trägt keine Brille, ne? Das kann gar nicht Eva sein. Stealth-Profi. Wegen ihr habe ich heute Angst vor Frauen. Weil du denkst, die haben immer Gift auf den Lippen? Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. So too late? Don't tell me, the Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. Mm-hmm. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how do you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? Weiß ja nicht. That's enough to strike anywhere. Ob Kojima da richtig gerechnet hat. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length or its equivalent.
5 Kilometer stark. You can launch a nuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. Die längste Flugzeugstartbahn ist 4,5 Kilometer. It is the only one of its kind. In Indien. But Vulcan is planning to mass produce them based on that prototype and deploy them all over the Soviet Union. Yes. And that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. Ich verstehe, wieso er so leise ist, Mann. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Was hat Indien vor? The idea of using threats Scheiße, to keep one's Shagohawk. Enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? To say sorry. We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. All right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. Alter, die Zeit vor C3. You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be cutting molded edge. Into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. Ich dachte, sie ist Snake's Loverin. She's my lover. Ist das ein Bild von einem Panzer? My wife and daughter. Okay, ich dachte, ein Bild von einem Panzer. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Fucking gulag. Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. 14475. It doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others.
and my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools. Ja, der einen Seite schon, der anderen halt nicht, ne? All I wanted to do was build space rockets. Ja, dein Panzer sollte eher nach oben fliegen, ne? Nicht horizontal. Between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please. Und genau deshalb habe ich mich dazu entschieden, Chat, dumm zu sein, damit ich nicht ausgenutzt werde. So. Die scheiße Regierung. Wolgin. Wolgin, Schmolgin. Ja, ich hätte Gundams entwickeln können. Hab mich entschieden, Streamer zu sein. What are you doing here? I've been waiting for you in my room. Ui. Das ist ja... Ui. Mein Gamepad vibriert. Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. Okay, Moment, was? I come here looking for Tatiana, and what should I find? Hat er jetzt erkannt, dass der falsche Major, weil er den Pimmel von Major auswendig kennt und perfekt kennt? Hey, hey! Boss. Man, die ist so cool, ey. Doch nicht Schwitzkasten, Snake. Du Anfänger. What is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Ach so. Danke für den Tipp. Stay out of this. Yo! Hund. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. Taekwondo, Junge. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay. For hurting Ivan. Wer war Ivan, Chat? Ich hab den Namen vergessen. Ach, der Raiden-Klon war Ivan. Der Major. Das ist ja wirklich so eine kleine Bitch oder so, der Raiden. Junge im Hintergrund. Immer schön auf die Nase. Putz, 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 putz. Jetzt mach doch dein XQC. Zack, 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 Alter. Yeah.
Junge! Die Schlange! Ich glaube, der braucht eine neue Nase. Aber sie wusste, sie hat die Pistole ihm weggenommen, weil sie wusste, wenn sie ihm die Pistole wegnimmt, Snake wird es überleben. Snake wird entkommen. Sie wusste es. Sonst hätte sie ja einfach schießen lassen können. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do it. You! I guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. Ach, das war gar nicht First, Snake. Let's take a look at your body. Der hat den Sokolov, genau, hat den Sokolov zusammengeschlagen. You're a tough one, my friend. A lesser man would be dead by now. This ought to be interesting. Well then. Let's get started. Ja, jetzt bin ich dran. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me. Who is helping you? Who let you in here? Whoa. You're a tough one. But even you must have your limits. And I am a patient man. Ich durfte aber nicht auf meinen Zahn beißen und mich umbringen. Durfte ich nicht. Nee, auf Waterboarding mag ich gar nicht. Really, das mag ich gar nicht. My body carries an electric charge of 10 million. Okay. Let's see how you like this. Nee, der Zahn ist doch, dass ich mich umbringe, oder nicht? Oder ist das der andere Zahn? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the philosopher's legacy, isn't it? Yourself go. That's what I want to see. Nein, das ist nicht Star Wars. Wohl eher das war's für Snake. Lol. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. 2 von 10. Yeah. Besser als 1 von 10. Admit it. We're after the location of the Legacy. The secret fund established by the 3 great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it?
$100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? Wirklich, Mann. Wolgen erzählt uns einfach alles. Snake weiß davon gar nichts. Philosopher's legacy is safely in my possession. In the underground vault of Groznikrat. Danke. You'll never lay. Ich weiß nicht, ob ich so viel in meinem Verbandskasten drin habe. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me. Is that it? Not that. Wir haben Angst vor ihr. But he is your apprentice. Whoa. What do you want me to do? Ich will nur reden. Nur reden. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. Seine schönen blauen Augen. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him! Just as he did the Cobras. Lebt er überhaupt noch? Okay. In der Tüte ist noch ein bisschen Luft drin. What is it, Tanya? He suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Er ist ein Ocelot, er kann sehr gut riechen. Oh, okay. Oh, yeah. Stop it! Taking a fancy tour, eh, Ocelot? No. I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Der ist ein Scheißfreak. Sein Auge. There, satisfied now. Hier von allen Frauen geslappt wird. That was refreshing. So hat er sein Auge verloren. So you survived the Colonel's torture, eh?
Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. Ja, Mann, eigentlich, wie krass Snake gemerkt hat, in welcher Kammer genau die Pistole, die Kugel ist. In welcher von den drei Pistolen und in welcher Kammer die Kugel ist. Dass er das alles gecheckt hat, ne? Obwohl er da so zusammengeschlagen ist. Vielleicht auch nur Glück, ne? Aber ich denke nicht. Snake ist zu professionell. Der ist zu krass. Ei! Nicht in meinen Cocky. Achso, das ist in meinem Bein. Ja, das habe ich gesehen. Vorhin auch schon gesehen. Die 14475. Auch schon vorher gesehen. An den Tafeln. Underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're quiet. Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. Digga, das sind zu viele Infos. Ich hab gar nichts gecheckt. Equipment. Wo ist der Ausgang we'll jetzt? Wo? Ich hab nichts gecheckt. Eva. Norden, Westen, Osten? I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Ave, danke schön. Für 14 Monate. Oh, ich dachte, die sind gekommen, um mich umzubringen. Okay, ich habe die Knarre. Aha. Ansonsten haben wir noch Heilmittel dabei? Ja, das haben die uns alles gelassen. Mein Verbandskasten habe ich noch, aber mein Messer nicht. Oh, das ist jetzt doof. Oh. Ja, die Patrone ist halt drin, ne? Ich brauche mein Messer. Kleiner Sender? Rausbrennen. Schön, dass er keine anderen Wunden hat. Nur eine Schusswunde und einen Sender. Gabel. Okay, eine Hiebwaffe. Danke. Oh nein, die wollte ich essen. You're just wasting your energy. Okay. Wo ist die Maus? Ich krieg die Maus. Ich krieg sie. Hab sie. Aber ich darf sie nicht essen? Ach, er hat sie direkt gegessen. Steht ja dabei, ne? Ja, können sofort verzehrt werden. Okay, mit der Gabel esse ich direkt. Ich habe einfach eine Maus auf dem Boden aufgegabelt und in meinen Maul geschoben. Okay. Mit der Gabel, die vorher in der Ratte drin steckte. Wieso kommt da jetzt eine Pille raus? Aus der Wunde. War das jetzt in meinem Bein drin? Hat sie das mir reingeschossen? Oder war das in dem Peilsender drin? Was passiert?
passiert hier, Mann? Scheintodpille von der CIA entwickelte Spionagepille kann vorübergehend den Tod. Ja, ich denke mal, ich mache ein Nickerchen, ne? Moment. 14475. Wen erreichen wir da? Nein. 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 Das war auch auf den Blueprints von Sokolov. Ich weiß nicht, wie geht die geheime Cutscene? Wie aktiviere ich die geheime Cutscene? Die Pille von Boss und der Sender von Ocelot. Alle durften mal was in Snake stecken. Ach so, das hat Ocelot gemacht. Hast schon verkackt? Was hätte ich denn machen müssen? Links, rechts. Links, rechts. Oben, unten. LR. Wieso ist er jetzt einfach hier reingegangen? Digga, ich bin euer Gefangener! Jetzt muss Johnny das Essen zurückwerfen, okay. Das darf der gar nicht, halt wirklich, das ist verboten. Illegal. Deutsch. Danke. Ja, ich habe die Tür abgeschlossen, aber... Ich war ja nicht draußen, er hat trotzdem mich angegriffen. So, und jetzt muss ich zurückwerfen. Geht nicht. Geht nicht. Durch das Loch? Welches Loch? Ach, da! Schon zu spät? Keine Cutscene. Aber er muss wahrscheinlich jetzt mies scheißen gehen, ne? Ich soll warten. Okay, ich warte. Jetzt zweimal wiederholen. Ich habe ja kein Essen mehr. Was soll ich denn noch werfen? Kriegst ein neues. Wie lange muss ich warten? Vier Stunden. Johnny!
Chow time! Huh? Hier ist aber auch weird. Hey, thanks! Warum ist die Wache so nett? Ja, weil es Johnny ist. Johnny ist ja immer so ein Charakter, der immer wiederkommt. Und der ist immer... irgendwie immer ein süßer Soldat, der immer Magenprobleme hat. Ich spiele schon die ganze Zeit mit dieser Kamera, welcher? Was meinst du mit Kamera? Mit First Person? Oder was meinst du? Ich mache First Person nur, wenn ich schieße, weil laufen kannst du währenddessen nicht. Das ist der Großvater vom Johnny aus Metal Gear Solid 2 und 4. Und was ist mit Metal Gear Solid 1? So, das meint ihr. Hey, eat up! Ich wusste nicht mal, dass man mit R3 noch die Kamera ändern kann. So, dreimal. Well, your loss. Hey, you're not such a bad guy after all. Nee. I guess not all Americans are dogs. You mean it? Yeah. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. 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 Nice ring to it. Nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. Okay, nochmal der Hinweis. A whole clan of Johnnies. Why do we have a cold war anyway? Ja, was soll die Scheiße? Lass doch einfach Frieden machen. Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear you. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Voll süß. Here. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. It's the least I can do. Oh, man. Well? Don't suppose you could let me out of here. Huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. So ein Mist! Ja, die diplomatische Art und Weise geht auch nicht. Wir haben Zigaretten bekommen. Der hat mir einfach das aufgeladen. Wie stark. Ich hatte nur noch 4 Stück gehabt. Ich habe jetzt einfach wieder 25 Zigarren. Okay, dann lass wieder aufmachen.
So, aber was mache ich jetzt? Falsche Zelle! Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Johnny müde. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of the da war ich. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Da war ich. Ich weiß, wo ich hin muss. Geile Manhole, Alter. Ah, Frosch. Was gab's denn für ein Easter Egg, was rausgenommen wurde? Was die 00G drin haben. Was meinst du, Vivi? Hier wurde ich zusammengeschlagen. Ganz schön viel Blut hier. Ui. Ui. Eine Albtraumsequenz in der Zelle. Was heißt das? Kein Spiegel. Keiner darf sehen, wie er aussieht. Was? Was? Ja, wieso? Ja, ist nichts Besonderes. Junge, ist einfach ein geiles Easter Egg überhaupt. Hey, und wie hat man dann diese Sequenz aktiviert? Okay, welche Furries sind da auf einmal da? Man hat sich ins Bett gelegt in der Zelle. Okay. Und ist das irgendwas, was man kennt irgendwie aus... Kann das eine Referenz an etwas? Oder ist das etwas, was man kennt? Oder war das irgendwie ein Spiel, was mal kommen sollte, aber nie kam? Was ist das? Kann ich nicht klettern? Da. Laut Cut Content sollte diese Johnny. Was? Ich bin mal gehört zu haben, dass das mal ein Spiel werden sollte, dann aber gecancelt wurde, okay. Ach, als ob der mich gesehen hat. Als ob der mich gesehen hat. Grüße! Alarm! Nein! Nicht zurück! Happy Feet! Happy Feet!
Ich hätte einfach durchsprinten sollen, ne? Scheiß auf Alarm, oder? Achso, lol, ich bin wieder hier. Gehen wir wieder rein. Das war dann die Tür hier? Und dann... Die Tür da hinten. Hier ist gar keine Tür. Ich kenne den Weg. Alter, den Alarm als Wecker. Die Tür da hinten. Da muss ich hin. Ich glaube, man musste davor Paramedic über Vampirfledermäuse ausfragen, weil Snake Angst vor Vampiren hat. Hat man irgendwas von der Angst in Metal Gear Solid 2 mitbekommen? Wegen Vamp? Ah, stimmt, das ist ja Solid Snake. Ja, okay, gut. Aber Solid Snake ist ja auch nur ein Klon von diesem Snake. Badum. Who's that? Wieso hat das nicht direkt funktioniert? Scheiße, die kommen jetzt alle hier hin, ne? Das ist ein Doku! Doku! Ja, Snake ist einfach viel zu schnell. Die können ihm gar nichts. Ich hätte von Anfang an einfach durchlaufen sollen. Einfach die Zigaretten sparen, durchrennen. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess, there's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Ich meine, es gab einen riesigen Alarm. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape... Hätte das Gespräch nicht gegeben, hätten die mich nicht erwischt. Sealed off too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Wann gibt es keine Risiko? Ja, manchmal bin ich auch ganz gut. Aber ich frage mich jetzt, hätten sie mich dann am Ende trotzdem entdeckt? Sind wir noch vor oder nach Sorrow? Noch vor. Rachel. Sie hätten auch so gemerkt, dass Snake nicht mehr da ist. Ja, aber woher wissen die, in welche Luke ich geklettert bin?
Also, dass die dann irgendwann früher oder später merken, hey, Snake ist nicht mehr da. Okay. Aber woher wissen die, dass ich in diese Luke geklettert bin? Es gibt ja nur eine Luke. Ja, aber sie wissen doch nicht, dass ich dahin gegangen bin. Die Futterluke. Also die können ja auch vielleicht denken, dass ich ja auch noch einfach noch irgendwo in der Base bin. Vielleicht bin ich über den Zaun geklettert. Und es gibt noch eine zweite Luke, wo ich hergekommen bin, ganz am Anfang. Vielleicht bin ich ja gar nicht durch die Luke. Vielleicht bin ich ja noch immer in der Base und versteck mich da irgendwo. Doku. Ich kann meine Pistole benutzen. Zählt das Töten von Hunden zu einem No-Lethal-Run? Also wenn ich jetzt Hunde töte, kommt dann The Sorrow und sagt, du hast Hunde getötet. Glaub schon? Okay. Dann lass ich am Leben, okay? Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wieder am Anfang bin. Bin ich wieder am Anfang? Ich glaube, ich bin wieder am Anfang. Machst du No Lethal? Ja, ich versuche so weit wie möglich. Ich habe es leider schon verkackt, weil ich aus Versehen eine falsche Pistole in der Hand hatte. Und dann habe ich irgendwie 2-3 Leute umgebracht. Aber ansonsten habe ich niemanden getötet, außer die 2-3 Leute. Wer kennt's nicht? Ja, die Pistolen sehen halt identisch aus unten rechts im Menü. Und es ist wohl so, jedes Mal, wenn ein neues Kapitel oder ein neuer Abschnitt beginnt, dann rüstet Snake automatisch die Pistole wieder aus. Und ich packe sie immer in den Rucksack, damit ich sie nicht benutze. Und der hat sie wieder automatisch ausgerüstet. Ich dachte wahrscheinlich, hey, das ist die Stuntpistole. Aber war sie halt nicht. Erstmal herausfinden, wie ich hier tauche. Nudeln! Lecky! Ich hab Nudeln gefunden. Hat jemand einfach seine Nudeln weggeworfen. Wie lange hängst du in der Fury? Weiß nicht, als du gekommen bist. Hatte ich, glaube ich, einen Versuch später danach geschafft. Hier wieder. Das hat mir ja gar nichts gebracht. Junge, Kanalisation einfach Labyrinth. Jo, der Sprung. Nein, steh auf. Ist das eigentlich gesund hier mit frischen Wunden? Ja. Stärkt das Immunsystem, alles gut. Hallo? Ich glaube, jetzt kommt The Sorrow, oder? Es ist ein Keggy-Gang. Ja,
Oh, jetzt ist ein Kegging. Es ist ein Gang-Kegging, bitte. Ja, aber du kannst ja nicht geradeaus gehen, weil er überall im Käfig ist die ganze Zeit. Ja, wir müssen diesen Kegging-Gang gehen. Spring, Schlange. Ich dachte, er macht's. Nobody interfere. This is where it ends. Oh. Snake! Du bist so dumm, Ocelot. Der alte Ocelot hätte easy getroffen. Jetzt von hier oben noch treffen können. Don't die on me yet. Die on me yet. Wie ein Slow-Mo geht. Und alle seine Typen, alle die Soldaten, denken sich, wieso geht er so? Soll er jetzt schneller gehen als er? Soll er jetzt stehen bleiben, warten, bis er durch ist? Im Remake wird das hier, Chat, eine Horrorpassage sein. Die machen dann so wie bei Resi 8 das Haus, wo man alle Waffen verliert. Und dann kriegt man so eine kleine Horrorpassage. Das wird dann im Remake sein. Mit Riesenbaby, ja. Are you one of the Cobras? King Sorrow. Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. Das ist der Typ aus Fahrenheit, der Bösewicht. Oh, doch nicht. Like you, I too am filled with sadness. David Thomas, Vorname ist Nachname. David Thomas. Nachname ist Karl. David Thomas Karl. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake, the dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Ja, ich hab nicht viele getötet. Es waren irgendwie 4 Typen. 2, 3, 4 Typen oder so. Es waren nicht viele. Komm schon.
Nee, die Kobras habe ich alle mit Liefel gemacht. Die haben sich alle selbst umgebracht. Das ist The Swamp, oder wie der hieß. Der Bienenmann. The Pain! Ich habe die Fische getötet, ja, ich habe geangelt. Ich versuche gerade klarzukommen. Also Geister darf ich töten, ne? Also hättest du die Soldaten nicht getötet, hätte das Sorrow nicht wütend. Wäre Sorrow nicht wütend, oder? Ich habe keine Ahnung. Also wie es aussieht, die Bosse kommen trotzdem. Das war jetzt der eine Boss, The Pain. Da kommt jetzt The Slain. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß der nochmal, Chef? The Fear, genau. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe, sind hier überall auf mich Soldaten zugekommen. Ganz viele. Jetzt kommen keine Soldaten. Nur die Bosse. Ich habe keinen Vogel getötet, oder? Da ist die End. Die End schwimmt. Und da kommt der Fury. Wie ich ihn hasse. Keine Soldaten. Vielleicht habe ich doch geladen. Vielleicht habe ich geladen und dann sie doch nicht getötet. Nee, da kommt jemand, da liegt jemand. Scheiße. Snake, wake up. Open your eyes. Ich mache ein Foto von ihm. Nein, steh doch auf. Steh doch. Ich ertrinke. Ich ertrinke im Traum. Ich ertrinke im Traum. Ich komme nicht mehr aus der First Person raus. Wie mache ich ein Foto? Ich kann kein Foto von ihm machen. Hab's. Scheint, als hättest du niemanden getötet. Ja, sieht so aus, ne? Nein, nicht nochmal. Sieht so aus. Vielleicht ist das doch das, was ich mal gemacht hatte, wo ich ein paar Leute getötet hatte. War vielleicht auch der Part des Spiels, den ich verloren habe. Und dann ja nachspielen musste. Und beim Nachspielen habe ich natürlich niemanden getötet. Ich kann
nur die Zigarre benutzen. Ich weiß nicht, ob ich noch was anderes habe. Insektenmittel. Wieso hört man da im Hintergrund immer irgendwelche Dinosaurier? Dafür! Ja, vielleicht muss ich erst an den Bossen vorbeilaufen. Ich laufe mal wieder an den Bossen vorbei und dann mal schauen. Ich habe mal einen Run gemacht, wo ich versucht habe, so viele zu töten, wie es geht. Und es dauerte 10 Minuten. Du musst hier dann 10 Minuten lang laufen. Weil hier so viele Leichen kamen. Ja, bei der State of Play hat ja Kojima angekündigt, dass er ein neues Espionage-Game macht für Sony. Aber das wird wahrscheinlich erst 2030 oder so kommen. So, das wäre jetzt der letzte Boss. Kehre zurück in deine Welt. Wake up! Open your eyes! Snake! Answer me! Snake! 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 Come on, say something! Snake! Snake! Ich rufe gerade meine Freundin im Schlaf an. Snake! Answer me! Ich habe keine Ahnung, wer Sijnit ist. Ich glaube, Sijnit ist der Typ, der mir die Waffen erklärt. Sijnit. Ich glaube, der erklärt mir die Waffen. Snake, wake up. Open your eyes. Ja, wie wache ich auf? Wie mache ich meine Augen auf? Was haben wir denn alles so? Ich habe nur noch ein Auge. Ich kann gar nichts mehr sehen. Vielleicht kann man den irgendwo sehen oder so im Unsichtbaren. Wie ein Suchgerät. Hä? Wo ist der Personenmelder? Ach da.
Ja, wenn ich da an die Leiche, die da im Wasser liegt, jetzt rankomme, dann bin ich ja wieder tot. Wer war das denn? Wer war da gerade? Kämpfen wir in die andere Richtung? Nein, geht nicht. Ich gabel mir was zu essen. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich auch kurz davor eine Kamera bekommen? Fox of the Crown, dankeschön für 11 Monate. Alles weg. Ich kann theoretisch alles weglegen, außer halt die Pille. Aber die kann ich ja nicht. Kann vom Scheintod aufwecken. Mit X im Menü benutzen. Kann ich halt nicht. Ja, vielleicht durchlebt er ja gerade einen Scheintod, aber ich kann sie halt nicht benutzen. Und Chaoshändchen, Dankeschön für 17 Monate. Was ist das? Wer ist immer mit mir im Wasser? Wer ist das? Hm. Jetzt kann ich sie benutzen. Ja, wurde mir direkt nach 5 Sekunden im Chat gespoilert, dass es die Pille ist. Dann habe ich nicht mehr in den Chat geguckt und war verwirrt, wieso ich die nicht benutzen kann. Aber ja, ich habe mich gerade erinnert, wie man sie benutzt. Die klassische Streamer-Erfahrung, ja.
Das ist kein Spoiler, das ist Hilfe. Die Leute wollen mir nur gerne helfen. Dass ich ihr Lieblingsspiel gewinne. Hätte ich den Sender nicht aktiviert, dann hätte ich jetzt nochmal Action mit Ocelot gehabt. Oh nein. Ich glaube, das will ich gar nicht. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side? So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. As a medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story? Also, er hat quasi gerade mit mir gesprochen, während ich quasi... Why don't we ask Sigyn? Es war wahrscheinlich für einen kurzen Moment tot, und währenddessen hat er mit mir gesprochen. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Salino Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. Okay, boss. Der Schlings tot. Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Salino Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time, they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Er haunted sie einfach. I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah. I took a pretty freaky detour. Ich denke mal, das Skelett im Wasser, das war ja, oder? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah. I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was war mit Sorrow los? Ob der irgendwie eine besondere Fähigkeit hatte? Okay, aber er ist aber tot. Where is it? Snake kann Geister sehen. Going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Okay. Ach, man hätte schon ganz am Anfang, als man auf der Brücke stand, hätte man schon sein Skelett sehen können. Crazy. Crazy. Ist das weit bis zum Wasserfall, Chat? Ich muss dringend auf Toilette eigentlich. Kommt jetzt noch eine Passage mit Gegnern und so? Oder ist es einfach direkt Wasserfall? Okay, die Ziege wird dann... Ich dachte, mit der Gabel isst man halt direkt Pflanzen und Tiere auf. Die Ziege nicht. Er gabelt nicht einfach die Ziege. Kann's gehen, was meinst du, kann's gehen pinkeln oder kann's gehen zum Wasserfall? Hab sie gegessen?
Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen, ne? Ich bin hier gefangen, ich komme hier nie raus. Nee, ich habe meine Karte nicht vergessen. Ich habe vor 10 Sekunden auf die Karte geschaut. Aber da war sie noch nicht ganz aufgezeichnet, weil ich hier erst rumlaufen muss. Wahrscheinlich. Das muss doch hier lang sein. Hier vielleicht. Ah, hier. Und so scheitert die Snakes Mission. Hey, da ist doch schon der Wasserfall. Hint is a waterfall. Ah, nein, ich hab's verkackt. Ich hätte R1 drücken können. Das ist das perfekte Spiel, Leute. Das ist hinterm Wasserfall ist nicht nur ein Schatz, sondern ein ganzer Dungeon. Ich liebe Verstecke hinter Wasserfällen. Kommt jetzt hier einfach reingefahren? Ja. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Wer ist das, Chat? Die kenne ich ja gar nicht. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. Was, Eva? So nein. Das war die ganze Zeit Eva? Als ob. Lol. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Jetzt aber, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass sie eine Brille auf hat. Ja, dann könnte es wirklich Tatiana sein, stimmt. 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 Krass. Crazy, Alter. Und Wolke ist eigentlich Sokolov. Aber ja, Chat, wir hören hier auf. Oh, er hat schon einen Augenpatch. Ich habe wirklich gespeichert, ne? Ich habe gespeichert, doch. Wir hören hier auf und machen dann nächste Woche weiter.